Hallo zusammen, ich würde gerne euch zeigen, wie man mit OpenOffice-Writer ein Bild anfügen kann und einfach auch gespiegelt kann und einfach die Bildeffekte auch ja, erstellen kann. Also, hier haben wir schon einen Text und wir wollen zum Beispiel ein Bild anfügen. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder gehen wir einfach auf Anfügen ganz schnell und dann gehen wir auf Bild und dann holen wir ein Bild aus unserer Datei. Zum Beispiel hier suchen wir ein Bild und zum Beispiel dieses Bild nehmen wir. Das Bild wird hier angefügt werden und hier oben haben Sie die Eigenschaften von unserem Bildes. Also Sie können das Bild zum Beispiel vertikal spiegeln, indem Sie einfach da drauf drücken und dann wird es einfach vertikal gespiegelt. Und Sie haben auch die Möglichkeit, horizontal zu spiegeln, einfach drauf drücken und dann wird es auch. Und hier wird einfach die Transparenz einfach ja, angestellt und Sie können zum Beispiel, also momentan ist es auf 0, aber Sie können auch die Transparenz nochmal ein bisschen erhöhen und Sie sehen schon, wie das Bild einfach dunkel geworden ist. Und hier haben Sie die Möglichkeit, die Farbe einfach anzustellen, zum Beispiel, wenn Sie zum Beispiel mehr blaue Farbe da haben wollen, dann drücken Sie einfach auf die Farbe blau und dann haben Sie mehr blaue Farbe drauf. Und hier können Sie auch genauso mit der Rotanteil, mit diesem Grünanteil auch und die anderen auch. Die Helligkeit können Sie einfach hier anstellen, indem Sie einfach hier drauf drücken und dann wird es nochmal heller. Aber wenn es zu hell ist, dann können Sie nochmal ein bisschen ja, hier unten drücken, damit es weniger wird. Also Sie sehen schon, was wir damit erreichen kann. Und hier, Entschuldigung, hier haben Sie die Möglichkeit, den Kontrast einfach zu ändern, indem Sie, wenn Sie zum Beispiel hier drücken, dann wird der Kontrast einfach ein bisschen geändert. Und hier oben auf diesem Menü, auf dieser Leiste, hier haben wir alle Eigenschaften, wie wir unser Bild einfach so anstellen wollen. Zum Beispiel, wir können zum Beispiel das Bild links zentriert, dann geht es links oder horizontal ausrichten und zentriert. Und wir können auch unsere Bilder rechtwinklig auch machen. Und wir haben auch die Möglichkeit oben, es ist schon oben, mehr geht es nicht. Oder in der Mitte, dann geht es in der Mitte. Und unten haben wir auch die Möglichkeiten. Also, wir haben wirklich verschiedene Möglichkeiten, links, rechts, zentriert und alles einfach zu machen, wie wir wollen. Und hier haben wir auch die Möglichkeit, um einfach einen Durchlauf einfach hier anzustellen, zum Beispiel so, Sie können einfach so machen. Oder Sie haben auch die Möglichkeit, den Seitenumlauf einfach so zu machen. Und wenn Sie so einstellen, dann merken Sie, wie der Text einfach um das Bild also herumfließt. Sie sehen schon, oder? Sie können auch einfach so ausmachen und dann haben Sie sowas. Und Sie haben auch die Möglichkeit hier, das Bild einen Linienstil einfach zu geben. Momentan gibt es keine Linie, aber Sie können eine Linie hier aussuchen und und das Bild einfach geben. Also Sie sehen schon. Und Sie haben auch die Möglichkeit hier, die Umrandung einfach zu wählen. Zum Beispiel hier unten oder oben können Sie einfach so auswählen und die Farbe können Sie auch ändern und ich zeige euch auch. Also Hintergrundfarbe können Sie zum Beispiel hier ändern, indem Sie zum Beispiel diese gelbe Farbe und diese blaue Farbe oder gelbe Farbe auswählen und dann wird es einfach so. Also Sie sehen schon, wie man einfach damit arbeiten kann. Ich freue mich, das nächste Video mit euch zu teilen.